Freiheit ist ein großes Wort. Oft wird sie gar nicht so richtig wahrgenommen, bis sie auf einmal fehlt. Deshalb muss sie täglich verteidigt werden. Wir haben das Recht, unser Leben selber in die Hand zu nehmen, Piloten unseres Lebens zu sein. Aber genau das wird uns durch stets neue Abgaben und Einschränkungen immer schwerer gemacht. Unsere mittelständischen Unternehmer müssen sich dem internationalen Wettbewerb stellen. Dafür brauchen wir einen Staat, der Unternehmergeist unterstützt statt behindert. Unnötige Bürokratie ist Sand im Getriebe unserer sozialen Marktwirtschaft und lähmt Fortschritt und Innovation. Der Mittelstand ist das Rückgrat unserer Wirtschaft. Er hat lange Tradition, was er jetzt braucht, ist Zukunft. Damit Deutschland ein attraktiver Wirtschaftsstandort bleibt, brauchen wir mehr Bildung, Technologieoffenheit und eine solide Finanzpolitik. Unsere Wirtschaft, egal ob Handel, Handwerk oder Industrie, benötigt gut ausgebildete Fachkräfte und unternehmerische Freiheiten. Der Klimawandel ist eine der größten globalen Herausforderungen der Gegenwart. Wir brauchen allerdings mehr klimapolitische Realpolitik und weniger ideologiegetriebene Polarisierung. Durch alternative Energieträger, wie zum Beispiel Wasserstoff, können wir hier in der Region einen wichtigen Beitrag dazu leisten. Auch die Landwirtschaft ist einem steten Wandel unterzogen. Und die Bürokratie macht auch für ihr keinen Halt. Gerade unsere Kleinbetriebe können die zahlreichen Auflagen nicht länger stemmen. Unsere Landwirte versorgen die Menschen in der Region und darüber hinaus mit hochwertigen Lebensmitteln und pflegen die Allgäuer Landschaft. Damit das so bleibt, braucht es dringend ein Umdenken und eine Politik mit Sinn und Verstand. In den letzten Monaten haben wir gesehen, wie die Existenz einer der prägendsten Branchen unserer Region aufs Spiel gesetzt worden ist. Viele Menschen verdienen mit dem Tourismus im Allgäu ihren Lebensunterhalt. Sie verdienen Planungssicherheit und Respekt für ihre Arbeit. In der Krise zeigt sich der Charakter, sagt man. In den letzten Monaten haben wir bewiesen, dass wir uns als Stimme der Bürgerrechte und der Rechtsstaatlichkeit immer für die Wahrung der Verhältnismäßigkeit, für bürgerliche Freiheitsrechte und demokratische Grundrechte eingesetzt haben. Dabei haben wir die Verantwortung für den Schutz der Gesundheit nie aus den Augen verloren. Wir wollen einen schlanken Staat, der die Rahmenbedingungen vorgibt, in denen sich die Menschen frei entfalten können. Was wir nicht wollen, ist eine Überwachung auf Schritt und Tritt. Wir wollen keinen Staat, bei dem Freiheit zugunsten der Sicherheit geopfert wird. Freiheit ist nicht selbstverständlich. Freiheit braucht einen starken Anwalt. Mein Name ist Stefan Thome und ich bewerbe mich für weitere 4 Jahre als Ihr Vertreter für den Deutschen Bundestag.